Es ist eine sportliche Herausforderung der Superlative, der Ironman auf Hawaii, der härteste Triathlon der Welt. Nur wenige schaffen sich da zu qualifizieren. Walter Lehr aus Mülheim bei Offenbach hat's geschafft. Und das im Rentenalter. 180 Kilometer Radfahren, 42,2 Kilometer Laufen, 3,8 Kilometer Schwimmen. Und das mit 70 Jahren. Die Faszination Triathlon hat Walter Lehr erst vor 2 Jahren gepackt. Kraulen konnte er zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Von Ausdauersport ganz zu schweigen. Die Leidenschaft für den Ironman jedoch schlummerte wohl schon immer in ihm. Denn jahrelang hat Walter Lehr ehrenamtlich beim Frankfurter Ironman geholfen. Die Athleten, wenn ich die gesehen habe, das war ein Traum. Gänsehautfeeling, feuchte Augen. Aber dass ich mal sowas schaffe, zu diesen Zeiten, hätte ich mir nie träumen lassen. Der Traum ist in diesem Jahr wahr geworden. In der Schweiz qualifiziert sich der 70-Jährige für den Ironman auf Hawaii. Und das als schnellster seiner Altersklasse. Man muss halt intensiv trainieren, damit man fit bleibt. Seit Januar bereitet sich der Rentner auf den weltweit härtesten Triathlon vor. 6 Tage in der Woche trainiert Walter Lehr dafür, oft zum Leidwesen seiner Frau Doris. Denn durch das außergewöhnliche Hobby ihres Mannes hat sich auch für sie einiges geändert. Sonst haben wir immer zusammen Tennis gespielt oder zusammen was gemacht, aber durch das Training jetzt bin ich halt oft auch allein auf mich gestellt. Für Walter Lehr jedenfalls läuft alles wie am Schnürchen. Angst, dass er sich übernehmen könnte, hat der 70-Jährige nicht. Mein oberstes Ziel beim Ironman auf Hawaii ist, zunächst erst einmal ins Ziel zu kommen, zu finishen. Wenn darüber hinaus eine gute Platzierung herausspringt, vielleicht unter den ersten 10, vorsichtig ausgedrückt, dann wäre es umso schöner. Am 9. Oktober ist es soweit. Dann fällt der Startschuss auf Hawaii und Walter Lehr wird sich wohl der